Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem Video von mir. Und heute ist es soweit. Ja, ich habe euch in einem Haul gezeigt. Ich habe jede Menge Blumen gekauft. Da. Und ich habe dieses Holzbrett gekauft. Und heute ist es endlich soweit, dass ich euch zeigen möchte, was ich mit diesem Holzbrett und den Blumen anfange. Und zwar wird das ein Deko-Tipp, ein Deko-Element für meine Diele. Und ja, also, als allererstes hole ich mir wieder mal die falsche Farbe. Nehme ich mir jetzt erstmal ein kleines bisschen weiße Farbe, weiße Acrylfarbe. Und nehme sie wirklich praktisch auf einen fast trockenen Pinsel, nein, auf einen trockenen Pinsel, so dass aber fast nichts auf dem Pinsel bleibt. Und wische damit nur so über das Holz, dass es so ein bisschen diesen Youth Vintage, ach was weiß ich, dass es so ein bisschen weiß gestreift wird, aber nicht komplett weiß angemalt ist. So, vielleicht versteht ihr das. So. Ich mache das auch nur an den äußeren Ecken, denn in der Mitte, da kommt die Deko hin. Ihr müsst das auch nicht schön machen, einfach so ein bisschen drüber. Damit das so ein bisschen diesen Vintage-Look kriegt. Hier, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir gehen auch einmal hier so über die Kanten, nur einmal so mit dem Pinsel. Drüber. So, das haben wir. Moment. Hier müssen wir natürlich auch noch einmal drüber. Und vielleicht solltet ihr euch Platz machen und nicht wie ich. So.
Das war der erste Strich. Und der zweite folgt zugleich, indem wir erstmal wieder sauber machen. Ach, ich liebe diese Glasplatte, was die hier schon alles mitmachen musste. So, den Pinsel, den machen wir gleich sauber. Jetzt nehmen wir uns einen Stift. Ich nehme jetzt mal meinen Edding. Genau. Ich nehme einfach den weißen Edding, wenn ich ihn denn finde. Ich habe gerade Kaffee bekommen. So. Und dann male ich mir hier ein Herz auf. Schön aufpassen, ne? Nicht die Fingerchen verbrennen. Ich nehme mich so eine. So. Ja, und schon ist fertig euer Dekobild. Ich werde jetzt hier oben noch ein Band dran machen. Ich denke, ich klebe einfach ein weißes Satürband dran. Und dann bekommt dieses hübsche Teil schon
in meiner Diele einen schönen Platz an der Wand. Ja, und so schnell, schaut mal, das Video ist gar nicht so lange. Und so schnell habt ihr eine total süße Deko gemacht, die man auch super verschenken kann. Und die auch ganz schnell mal, oh, ich habe einen kleinen Geburtstag vergessen oder ne? Und ruckizucki habt ihr ein Geschenk fertig. Schön eingepackt in Zellophanpapier und also wer sich da nicht freut. So, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, mein Basteltipp hat euch gefallen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss!